das Türschwellenlineal mittig der Zarge legen. Hier nochmal schön zu sehen. Das ist wichtig, damit die Naht später direkt unter der Tür ist, also sozusagen dann nicht zu sehen. Jetzt folgt der Nahtschnitt. Das Messer sollte gerade gehalten werden, also nicht schräg. Wichtig auch dabei, dass eine neue Klinge eingesetzt wird. Mit einer stumpfen Klinge bringt die ganze Sache nicht. Und durchziehen. So, hier nochmal der Wechsel auf die linke Hand. Teppich weg. Der Nahtschnitt ist erfolgt. Oder der Doppelschnitt. Türschwellenlineal weg. Jetzt wird der Teppich hochgenommen und man sieht ganz klar, der Kleber haftet schon. Das sieht man an den Fäden. Der PVC wird jetzt entfernt. Super durchgeschnitten. Hier ist ganz wichtig jetzt nochmal, dass nachgeklebert werden sollte. Jetzt beim Videodreh habe ich das jetzt nicht gemacht, da habe ich jetzt oder lege ich gleich direkt ein. Aber es sollte nachgeklebt werden. Jetzt den Teppich etwas zurückziehen und vorlaufen lassen. Perfekter Nahtschnitt.